So, und damit herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. Das können wir, aber sollten wir nicht kaufen. Ja, wie gesagt, willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wir fahren jetzt einfach zu unserem Speicherpunkt. Ich dachte, wir könnten uns eine Abkürzung leisten, aber nein, können wir nicht. Denn wir werden heute die Parkhaus-Mission, die Hotel-Mission machen. Auch wieder mit Dominik an der Seite. Ja. Und dafür müssten wir aber auch erstmal in unseren Anzug reinschlüpfen. Und mit dem Abschluss dieser Mission würden wir auch eine kleine nette Belohnung bekommen, auf die ich mich natürlich sehr freuen würde. Und es trägt natürlich zu den 100% bei. Ah, deswegen trägt es auch zu den 100% bei, wegen der Belohnung. Mm. I see what they did there. So. Weiß ja, was ich meine, ne? Ja. So, Sonderkleidung. Genau. Enter ist ja nicht die Taste, womit man was bestätigt. Sonderkleidung. Also die Kleidung, die ich jetzt schon habe. Parkboy. Perfekt. Wäre es doch witziger, wenn du dein Bandana abmachen würdest. Ich weiß gar nicht warum. Dann siehst du mir aus wie ein Parkboy. Jetzt siehst du mehr aus wie ein Parkboy. Wir sehen so scheiße aus. Deswegen wollte ich es ja. Wir sehen so kacke aus. Ich würde den Linken nicht vergessen. Deswegen gehen wir nochmal in die Wohnung rein. Ich wollte die Kleidung speichern für den Fall der Fälle. Sparen wir uns Zeit. Das ist nicht dein Ernst. Wir sparen uns die Zeit, die ich jetzt vergeudet habe. Jupp. Ja, echt so. Was fährst du denn wie ein Vollidiot? Cool. So, wir müssen gehen. Können wir einfach die Hauptstraße entlang fahren und dann geht das schon. Hätten wir auch gerade machen können, aber naja. Wollte ja gucken, ob wir nicht doch vielleicht eine Immobilie kaufen können. Also können schon, ja. Sollten wir nur nicht. Sollten uns eher Immobilien kaufen, die auch was abgeben. Also, sozusagen Unternehmen. Parkservice. Parke 3 Autos. Ja, ein Auto. Schnapp dir das Auto, schnapp dir das Auto, schnapp dir das Auto. Okay, okay. Ja, die anderen können dir das auch wegnehmen. Ich weiß. So müssen sich Lieferanten fühlen. Muss mir schnell den Auftrag holen. Perfekt. Man erkennt später gar nicht mehr, welche deine Autos waren. Du hast gesagt, wir sollen uns. Ich hätte ihn gerade rausziehen wollen. Kannst du machen. Ja, aber es ist ein bisschen dumm. Du kannst deine Konkurrenten umbringen, nur das gibt Zeitstrafe. Aua! Du sollst dich nicht überfahren lassen. Was soll das? Hast die KI kaputt gemacht? Du hast die KI kaputt gemacht! Hallo! Danke! Hat er nicht die KI kaputt? Das wollte ich doch nicht!
wollte die KI nicht kaputt. Ja, das sagst du jetzt, aber das war deine volle Absicht. Ich fand's sehr lustig, sagen wir's mal so. Ich sag doch, man erkennt am Ende, welche deine Autos waren. Man erkennt's okay. Nicht. Ich wollte gerade sagen, okay, ignorier das, die anderen packen auf Scheiße. Das sind sogar 10 Fuskis Intus. Meins. Slow down! Nein, wir müssen uns beeilen. Ich geh auf Zeit. Ich dachte, Zeitstrafe. Er ist vor mein Auto gefahren. Was ist er? Er ist vor dem Auto gefahren. Ja. Ah! Der penetranter als die anderen Cops. Ja. War ja so weit weg. Ja, du bist. War förmlich frustrierend für ihn, im Hinterherzen. Ich hatte Verfolgungsjagd. Be careful, sir. Ich bin careful. Guck, der packt auch so scheiße wie ich. Wir reden darüber nicht. Jetzt sind beinahe wieder überfahren. Ja, das ist selbst schuld. Wenn er vor mein Auto fährt. Hier ist aber eine Zeitstrafe. Ja, 20 Sekunden ist nicht so cool. Ich hab überlegt, ob ich ihn schlagen soll. Soll ich ihn aus seinem Auto ziehen? Nein. Funktioniert das nicht. The survival of the fittest. What? Ich bring grad dein Auto weg, du Vollidiot. Sehr gut. Wollten gerade vor sein Auto rennen. War das Muskeln dazu bekommen. Ja, cool. Das ist so langsam. Ja, was soll ich da machen? Da kommt eh das nächste. Seh's doch schon. Arschloch. So, und das sind alle 5 Leveln, by the way. Macht's viel Spaß. Nimm eine höhere Anzahl von zu erledigen Autos. Hey, get out of the way! Im Park, Junge, überfahren. Wenn du nicht verfahren solltest, dann sind wir vor deinem Auto eher fahren. Welche Arschlöcher? Sind alle die schuld? Du musst zurück zum Car. Ja, ich. Ich werde das Auto nicht erwischen. Hetz mich nicht, Spiel. Ich sehe schon, CJ hat langsam Hunger. Ansonsten wüsste ich nicht, weshalb wir Schaden bekommen haben. Komm, Omi, du bist... Nee, bitte nicht wieder in Lockdown. So, Level 2. 5 zu parkende Autos. Ja. So, bitte mal mehr. Also, maximal 8. Wir sind jetzt bei 3, das heißt 7 zu parkende Autos. Maximal. So. Parkboy!
bin schneller als der Parkboy. Warte, hast du jetzt gerade ein Auto geklaut? Ja! Es hat funktioniert! Ja, mein Gott. Ein Dollar verloren. Das ist, glaube ich, Zeitbonus. Nee. Na doch. Eine Dollarsekunde verloren, mein Gott. Der kennt nicht die Zeit vom Dollar. Ja, in 5 Dollar kommt mein Bus. Achso, ja, stimmt, wir haben jetzt wirklich mehrere Parkboys. Da wird die Aussage, Zeit ist Geld, doch direkt anders aufgenommen. Oh mal, ey. Watch the lady. Ja, das, welche Lady? Hab keine gesehen. Holy shit! Das Auto fuhr auf einmal! Sollen die Autos nicht fahren? Ja, aber bitte mit Personen drin. Ich wüsste nicht, dass ich eine Person da drin gesehen hab. Ja, ich mache einen Job als Parkboy. Da muss ich wahnsinnig sein. Ja, lass so. Ich will ein Auto, du Vollidiot. Und alle immer Stress? Also Parkboy. So. Ein Auto wartet, abgefertigt zu werden. Und abgefertigt. Oder das Auto kaputt. Fertiges ab. Ich habe mir überlegt, ob ich ihn verprügeln soll. Einfach so. Lass doch die Tür auf. So. Und damit hätten wir Level 3 bestanden. Direkt zu Level 4. Ich konnte ihn nicht aus dem Auto ziehen. So. So an sich kommt mir das jetzt nicht wie eine schwierige Aufgabe vor. Wenn man halt gut fährt. Aber vielleicht liegt da die Schwierigkeit. Beim gut fahren. Scheiße. Genau dann erwische ich natürlich ein Auto, womit ich nicht fahren kann. Danke. Warum lässt du mir das Auto? Wahrscheinlich, der den ich überfahren hab. Hat Angst. Kann auch sein. Ich meine, muss ich definitiv mindestens meine Frisur gemerkt haben. Scared Park Boy. You wish. Na? Kleiner? Wollen wir uns prügeln? Angstpack, Junge. Träum weiter. Wie hast du beim ersten Mal diesen Satz zitiert? Was wünschst du dir? Achso, ja. Fand ich ja sehr lustig.
Was wünschst du dir? Ja, wird das sein können. Sind ja unrealistisch. Ja, aber wer bitte für eine Redewendung? Ja, hast du Angst? Ja, ne, was wünschst du dir? Ja. Das wird dann nur halb so cool klingen wie ja, träum weiter. Ja, sie sind 19. Also 19 oder sind nicht 19. Sie sind 11 oder 12 Jahre alt. Die sind nicht cool. Die wissen gar nicht, was cool ist. Die waren immer cool. Wer wandert cool? Ja. Aber hey, Na, ist keine Antwort. In naher Zukunft, wenn es nicht. Wer? In naher Zukunft, ja. Wenn es nicht sogar schon passiert ist, dann geht's ja auch schon mit Harry Potter weiter. Weiß gerade nicht, wie lange A Way Out ging. Dude, be careful. Ja, ich bin careful. Nicht lange lang, ne? Weißt du, wie lange A Way Out ging? Ja. Ja, dass es nicht lang ging, weiß ich auch. Ja. Im Vergleich zu Lego Harry Potter. Natürlich. Aber das ging auch ein Jahrzehnt. Sage ich, während Dragon Age Origins läuft. Auch wenn wir gerade bei den DLCs sind, aber rein theoretisch läuft ja noch Dragon Age Origins. Wir dürfen ja nur die Parkboys nicht überfahren. Kunden dürfen wir überfahren. So, Trinkgeld, das ist gut, weil eventuell hat CJ Durst. So, 7 Autos. In 2 Minuten. Wenn wir das abgeschlossen haben, dann haben wir das abgeschlossen. Ja. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist schon im letzten Level? Ja. Boah, die ging aber schnell. Ja, du hast ja gesagt, wir haben Zeitdruck. Ich meine, sehen wir es positiv. Bald sollte Harry Potter und der Orden des Phönix kommen. Was auch bedeutet, dass wir so langsam zu den Harry Potter Shootern kommen. Auch wenn es davon nur 2 gibt, aber... Die Harry Potter Shooter. Ist doch so! Das Spiel ist nicht nett. Beziehungsweise die Spiele sind nicht nett. Es war nicht nur eins, es waren 2, die nicht nett waren. Aber hey, von das, was ich gesehen habe, sollte es eigentlich keine Synchro-Probleme mehr beim ersten Teil geben. Wie es beim zweiten Teil aussieht, weiß ich nicht. So, 5 Autos noch. Dann haben wir's. Wie gesagt, ist wahrscheinlich sogar einer der coolsten Nebenmissionen, die wir machen. Was sagst du? Ich fand das mit den Trucks viel cooler. Ja, mit den Trucks ist kacke. Ich weiß, warum du es cooler fandest. Weil du es ja nicht spielen musstest. Ja. War ganz einfach, weil ich mich kaputt lachen konnte. Und wir sind ja damit noch nicht fertig. Das Problem. Okay, für dich ist es kein Problem, aber für mich. Rein theoretisch könnten wir hier sogar die Sunny-Mission machen. Die wir ja noch nicht abgeschlossen haben. Denn San Fierro ist ist definitiv die kleinste Stadt. Und deswegen sind diese Missionen sowie auch die
Bürgerwehrmissionen viel einfacher als in irgendeiner anderen Stadt. Ja. Schließlich bleibt man ja immer nur in einer einzigen Stadt. Ja. Deswegen kann man überlegen, ob man vielleicht nach der nächsten Mission mit den Bürgerwehrmissionen starten. Mal sehen. Gucken wir einfach mal. Gucken wir mal, wie es läuft. Austern waren's! Wow. Sehr schön. Ja. Ja. Gebe ich dir zu. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was das waren. Das waren ja keine Muscheln, das waren Austern. Ja, aber dass das jetzt ist von. Ja, von dir kam es ja nicht. Das ist komplett random. Ja, aber ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Hast du jetzt auch nicht im Kontext? Das ist mir egal, mir fehlt's ein und ich muss das raushauen. Da ist mir der Kontext egal. Wenn mir was einfällt, dann sage ich das. Ach ja, und wir können uns jetzt eigentlich. Wir können eigentlich das Auto zu Fuß dahin schieben. So viel Zeit haben wir. Bedeutet nicht, dass wir das jetzt machen. Aber. Bei dem letzten Auto brauchen wir uns nicht so viel Stress machen. Guck, bekommen wir auch so eine Scheißkarre? Ist ja kein Problem. Get away, Fly Scum. Was? Ich arbeite hier. Also eigentlich nicht, aber... Ich arbeite hier nur, weil ich einen Parkboy verprügelt habe. Unternehmen erworben. Einkünfte bis zu $2,000. Parkservice absolviert. Und deswegen gehörte diese Mission zu den 100%. Einfach nur, weil wir halt so die Immobilie bekommen. Würden wir nicht dadurch die Immobilie bekommen, wäre es auch kein Teil der 100%. Was? Ja. Das Gespräch war auch interessant. Well stacked, sir. How's it going? You remind me of my mom. Enjoy your meal, sir. Okay. Das sind immer unsere Gespräche. Gut. Wir, Hi, cutie. I'm happy. That spot is a real dump. No way. Huh? Warum? Warum ist dann warum ist dann Flugzeug abgestürzt? Ich habe viele Fragen, die man sich stellen kann. Zum Beispiel, warum ist das Flugzeug da abgestürzt? Ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Ja, aber da gibt es halt auch viele andere. Anfrage. Und ich glaube, dass wir nach dieser Mission auch diese Immobilie hier